Nun, der Herr Präsident der österreichischen Ärztekammer, Herr Dr. Thomas Sekarisch. Danke vielmals. Ja, wenn ich das letzte Jahr Revue passieren lasse, vielmehr der Herr Bundeskanzler und der Herr Minister haben eine Reihe von Pressekonferenzen gegeben und sind alle nicht vom Inhalt her. Ich erinnere mich zurück, dass ich teilweise die Nachrichten nicht mehr hören konnte, weil die Nachrichten eigentlich traurig und frustrant waren, weil wir in einer Situation waren, wie wir seit 100 Jahren es nicht mehr erlebt haben. Und deshalb freut es mich umso mehr, dass die heutige Pressekonferenz etwas extrem Positives kommuniziert, nämlich die erste Schutzimpfung gegen diese Pandemie, gegen die Krankheit, die die Pandemie verursacht hat. Es ist ein besonderer Tag und wir sind alle froh und stolz, dass es in der relativ kurzen Zeit zur Entwicklung dieser Impfung gekommen ist. Wir haben gehört, es haben viele Österreicherinnen und Österreicher mitgearbeitet. Ich erlaube mir noch einen Kollegen zu erwähnen, der bei der Zulassung eine wesentliche Rolle gespielt hat. Das ist der Professor Eichler. Er war früher Vizerektor an dieser Universität und Vorstand eines Instituts für klinische Pharmakologie und ist der Chefarzt der Zulassungsbehörde. Und ich kenne den Professor Eichler als einen besonders gewissenhaften und korrekten Menschen, ernsthaften Menschen. Und ich vertraue ihm, dass er als Chefarzt der Zulassungsbehörde diese Impfung wirklich geprüft hat. Und wenn er das unterschreibt, dann habe ich volles Vertrauen, dass die Impfung ausreichend geprüft wurde und die Europäische Zulassungsbehörde hier umfänglich und ausreichend geschaut hat, dass keine Gefahr und sehr wohl ein Schutz vor schwerer Erkrankung mit der Impfung vergesellschaftet ist. Das heißt, wir haben eine erste Impfung, die schützt uns vor schwerer Infektion und die ist gut verträglich. Mittlerweile in der Phase-3-Studie wurden über 20.000 Menschen geimpft und weiterverfolgt. Mittlerweile sind Hunderttausende Menschen in der kurzen Zeit schon geimpft worden und wir haben heute gesehen, dass die Patienten, die geimpft wurden, das sehr gut vertragen haben und sehr glücklich waren auch nachher. Es hat ihnen nicht wehgetan. Danke an die Frau Professor, dass sie das so perfekt durchgeführt hat. Erlauben Sie mir noch ein Wort zur Universität, weil die Wissenschaft erwähnt wurde. Wir sind hier im Festsaal der Medizinischen Universität Wien. Und innerhalb dieses Jahres haben hunderte Kolleginnen und Kollegen in Wien, aber auch in den Bundesländern, ich bin mit einer Gruppe in Graz zum Beispiel in Kontakt, hunderte Kolleginnen und Kollegen haben Forschungsprojekte über dieses Virus begonnen und zum Teil sind sie auch extrem erfolgreich. Das geht von Impfstoffentwicklung in Wien, das geht über klinische Studien, wo verschiedene Impfstoffe getestet werden, das betrifft die Entwicklung von neuen Therapien, das betrifft die Entwicklung von neuen Analysemethoden, damit man noch schneller und noch besser die Krankheit diagnostizieren kann. Und das Ganze ist Resultat einer jahrelangen, weitsichtigen Forschungspolitik der Bundesregierung. Unsere Einrichtungen sind unterstützt worden und es hat dazu geführt, dass wir doch eine erkleckliche Anzahl an höchst qualifizierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern an der MedUni, dem AKH in Wien haben, auch an den anderen medizinischen Universitäten in Österreich haben, denen es gelungen ist, in kürzester Zeit hier neue Forschungsbereiche zu eröffnen und diese neue Krankheit entsprechend zu beforschen. Und ich bin stolz darauf, Angehöriger dieser Universität sein zu dürfen und ein kleines Rädchen im AKH an der Medizinischen Universität sein zu dürfen. Ich möchte mich bei allen ganz herzlich bedanken und ich freue mich mit Ihnen, mit uns allen auf die Impfung und hoffe, dass auch ich bald drankomme. Ich bin nicht prioritär, aber ich möchte kommunizieren, dass ich mich gerne impfen lasse und ich hoffe, dass die meisten Österreicherinnen und Österreicher sich auch gerne impfen lassen. Dankeschön. Vielen Dank.